Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen in unserem Format Erfahrungsmedizin. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ich freue mich heute auf mein Gespräch mit meinem heutigen Interviewgast. Hans Rausch ist bei mir, Professor Hans Rausch, ganz wichtig. Nicht ihm, aber mir, weil ich finde, er hat eben einfach eine ganz überzeugende, eine ganz kompetente Vita, randvoll mit bemerkenswerten Eigenschaften, würde ich sagen, und Erfahrungswerten. Und wenn ich sage Biologe, Chemiker, dann sind das nur zwei kleine Aspekte in seinem Leben. Er ist Experte für Förderung von Hochtechnologie in Bayern seit 1996. Er ist Professor an der Uni für TCM in China. Er setzt die Goldstandards, also quasi die Messeinheiten für internationale Qualitätskontrolle für mehr als 3000 Stoffe. Also das nötigt einem wirklich Hochachtung ab. Also mir zumindest. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch, weil er ist jemand, der kann ganz einfach oder der kann komplexe Dinge ganz einfach erklären. Und ja, inwiefern das heute zum Tragen kommt, schauen wir mal. Unser heutiges Thema wird sein, ja, ich würde es mal als Erschöpfung beschreiben oder auch Burnout, sehr verbreitet und nimmt immer mehr zu in unserer Gesellschaft. Wir sind nun mal herausgefordert von unserem Alltag. Die Arbeit fordert uns sehr viel ab. Die Außenreize insgesamt, es ist ja nicht nur unser Arbeitsalltag, sondern auch Medien, mit denen wir ständig konfrontiert sind, die Umwelt, die Umgebung. Und wir schauen mal, wie wir uns da etwas Gutes tun können, denn da hat er etwas ganz Spannendes konzipiert. Also folgen Sie mir gerne ins Gespräch. Ich lade Sie herzlich ein. Bis gleich. Lieber Hans, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Wie ich schon eingeleitet habe, freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir, weil ich immer ganz viel dazulernen kann. Und wir haben heute ein sehr wichtiges Thema uns ausgesucht für das Gespräch. Die Erschöpfung in unserer Gesellschaft und Burnout ist auf dem Vormarsch. In unterschiedlichsten Ausprägungen macht sich das bemerkbar und oft ist es eigentlich schon da und ich weiß es eigentlich noch gar nicht. Ne? Ich denke, eigentlich ist es noch alles in Ordnung, aber eigentlich bin ich schon längst in der Krise, wenn ich es mal so ausdrücken darf, oder? Ja, also ich freue mich auch hier zu sein und mal vielleicht auch wieder, was wir gesagt haben, komplexere Zusammenhänge ein bisschen einfacher darzustellen, nicht um es nur zu vereinfachen, sondern einfach verständlicher zu machen. Ich gehe davon, also das ist jetzt subjektive Meinung von mir, ich gehe davon aus, dass natürlich eine Vielzahl von Faktoren genau dahin führen, was wir gerade gehört haben. Wir werden eigentlich, wenn wir es genau nehmen, mal oder die letzten 50 Jahre Revue passieren lassen, in einer Informationsgesellschaft mit permanenten Informationen überflutet. Das haben wir in der Evolution nie so gehabt. In der Evolution haben wir uns mit Einzelproblemen auseinandergesetzt. Wir haben dann irgendwann diese technische oder industrielle Revolution über die Bühne gebracht. Wir waren dann mal in der Lage, irgendwas Neues zu schaffen. Nur die Maschinerie läuft immer schneller. Das heißt, der Wandel geht immer schneller. Wir sollen auf Außenreize immer schneller reagieren. Ich gehöre jetzt zu einer Kategorie Mensch, der zum Teil aneckt deswegen, weil er nicht permanent telefonisch immer sofort erreichbar ist, weil ich mir es nicht erlauben kann, weil wenn ich in einen komplexen Zusammenhang mich reindenke und dann fünfmal neu anfangen muss, brauche ich fünfmal so lang, wie wenn ich einmal dabei bleibe und sage, lass das Handy sein und klingeln. Ist egal. Ich sehe ja, wenn der von mir was will oder die Dame von mir was will. Ich rufe halt nachher zurück. Das dauert halt nur eine Stunde. Aber es muss nicht sein, dass ich binnen 10 Sekunden jetzt sofort wieder erreichbar bin. Das geht dann weiter mit WhatsApp, in Asien dann mit WeChat. Da habe ich die gleiche Problematik. Da geht halt WhatsApp nicht, dann macht man das Gleiche mit WeChat. Die glauben auch, du musst innerhalb von Sekunden dann sofort darauf reagieren. Dann sage ich, Leute, damit schafft ihr eigentlich euch eure eigene Kompetenz ab.
Weil ihr seid gar nicht in der Lage, ständig hinzuswitchen. Ihr seid in einer ganz anderen Fragestellung drin, dann kümmert ihr euch um dieses und jenes und dieses. Ja, man kann es probieren. Die alte Diskussion, diese multiple Sachen gleichzeitig machen zu wollen, mag funktionieren. Wie effektiv sie ist, lassen wir mal im Raum stehen. Und wie die Qualität ist, die dann rauskommt. Und das ist die Qualitätsfrage. Insofern, wir leben in einer Zeit, wo alles immer schneller, immer mehr und immer effektiver sein soll. Aber es soll ja auch was dabei rauskommen. Also wirklich, wenn mir die Psychologen dann sagen, die mittlere Aufmerksamkeit liegt heute bei maximal 2 Minuten bewegter Bilder. Das heißt, ich habe ein kurzes Video, schalt rein, dann schnappe ich zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Ich habe es jetzt wieder, ich sage ja, ich sehe es ja hier auch, aber in Asien ist noch extremer. Du sitzt in China in der U-Bahn und manchmal komme ich mir vor wie im Zoo. Ja, ich sitze da drin und beobachte die Menschen um mich rum. Ich bin nicht irgendwo emotional gebunden, weil ich kenne sie ja nicht. Ich kann sie vielleicht als Außenstehender neutraler bewerten und ich sehe sie nur noch wisch, 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 wisch. Und denke mir, du hast eigentlich jetzt 15 Sekunden gehabt, um einen Entscheidungsfindungsprozess in deinem Gehirn zu vollziehen und schalt schon weiter. Aber das zieht sich auch in den Unternehmen, in den Universitäten. Ich sehe es bei den Studenten. Diese Schnelllebigkeit, im Grunde diese Konsequenz bei einer Sache dran zu bleiben und sich wirklich rein zu vertiefen, geht immer mehr verloren, weil man ständig abgelenkt ist. Es wird dieses gemacht, wird jenes gemacht. Das heißt, wir werden nicht nur überfrachtet, das ist die eine Sache, sondern auch überfordert. Ja. Unser Organismus, ich habe in meiner frühen Jugend eines gelernt, ich habe hohen Respekt vor Militärpiloten, die im Grunde Situationen schon sehen, die schneller sind wie die Informationsweiterleitung vom Auge zum Gehirn. Drum können die das ja nur eine gewisse Alterskategorie machen, weil sie sonst diese physikalische Barriere nicht mehr überbrücken können. Wir brauchen auch unsere Nerven, brauchen eine gewisse Zeit zur Informationsweiterleitung. Und wir waren immer mehr überfordert und dann haben wir noch einen zweiten Prozess. Das ist ein schleichender Prozess. Du kriegst gar nicht mit, dass deine Leistungsfähigkeit sinkt. Ich merke es an mir selber. Da sagst du, also vor 20 Jahren hätte man das noch nichts ausgemacht. Da hat man noch mehr komplexe Sachen in der heutigen Sicht, sage ich jetzt mal, in der heutigen Sicht mehr komplexe Sachen gleichzeitig gemacht. Wenn man es wirklich kritisch betrachtet, war es dann doch nicht ganz so, sondern man hat sich mehr auf einzelne Sachen konzentriert. Ja. Heute soll das alles nur nebenzu, da geht das Telefon, der Nächste kommt rein, der will was, da kommt die Information und du bist ständig eigentlich an diesem immer mehr, immer schneller, immer höher, immer mehr Leistung. Und das frisst ja auch Ressourcen. So, und jetzt haben wir dann noch etwas, wir leben aber in einem Lebensumfeld, das nicht unbedingt nur positive Effekte bringt, nicht nur als Stressbelastung, sondern auch stofflicher Art. Das heißt, wir kriegen zwei Geschichten, nämlich, jetzt werden die Leute sich denken, jetzt spinnt er hochgradig. Nein, er spinnt nicht. Es geht darum, wir haben im Gehirn auch Stoffwechselprozesse und wir erzeugen auch im Gehirn Stoffwechselschlacken. Bis vor wenigen Jahren hat noch nie jemand was von einem glymphatischen System gehört. Nicht nur ein lymphatisches System, sondern ein glymphatisches, ein G davor, für Gehirn. Ein glymphatisches System ist dazu da, um im Grunde den Müll aus dem Gehirn rauszuräumen. Und jetzt muss man natürlich eines überlegen, das Gehirn ist eines unserer wichtigsten Organe. Ich sage jetzt, ohne Gehirn kann man leben, aber ohne Leber nicht und ohne Herz, aber ein Leben ist deswegen trotzdem nicht. Ne? Also, aber das Gehirn muss repariert werden und der Schutz, der evolutive Schutz des Gehirns ist die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Das heißt,
Wir haben nicht nur eine Leitung, die einfach eine Abwasserleitung, wo dann der Müll rauslaufen kann, sondern wir haben eine ganz, ganz dichte Barriere aufgebaut, wo viele Sachen nicht reinkommen, aber dummerweise auch viele Sachen nicht ganz einfach rauskommen. Das heißt, wir haben dort Mechanismen und diese Mechanismen müssen wir verstehen und die müssen wir triggern. Das heißt, eine dieser Faktoren, und das ist auch ein Phänomen, das wir immer mehr sehen, ist, diese Reparaturmechanismen im Gehirn finden dann statt, wenn wir in die wirkliche Tiefschlafphase runterkommen. Nur dort finden noch solche Reparaturmechanismen und Ausschleusprozesse statt. Das heißt, in dem Moment, wie die Leute natürlich ständig überdreht sind und gar nicht mehr richtig schlafen, nicht mehr in die REM-Phasen, in die tiefen Phasen runterkommen, vergiften sie ihr eigenes Gehirn mit dem Zeug der Überlastung der neuronalen Systeme. So, das hört sich jetzt mal relativ trivial an, nee, aber nicht. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Ich überdrehe meinen ganzen Nervenkostüm und bringe den Müll nicht mehr los. Fatal. Und jetzt muss man überlegen, wie kann man dagegen intervenieren. Ich sage immer, wir brauchen eigentlich zwei Geschichten, um uns diesen Herausforderungen zu stellen. Ich sehe es ja dann, wenn meine Studenten in Stresssituationen sind, wenn Prüfungen auf sie zurollen, wenn dieses und das sollen sie noch gleichzeitig und hier sollen sie noch was machen, wie die dann anfangen, im Grunde an ihre Leistungsgrenzen zu kommen. Dann aber auch nicht mehr schlafen, nicht mehr regenerieren. Das sind genau diese kritischen Punkte. Auf der einen Seite Leistung bringen, auf der anderen Seite auch Hirnleistung bringen, weil das ja notwendig ist in unserer modernen Gesellschaft. Ja. Sagen wir mal so, wenn man sich jetzt mal allein so ein einfaches, für uns jetzt einfachen Prozess vornimmt, wir fahren mit dem Auto in einem Straßenverkehr, wo wir im Millisekundenbereich Entscheidungen treffen müssen, die über Heil und Unheil im Grunde verantwortlich sind. Wir können das nicht nur mit Maschinen. Bisher funktioniert es nicht. Autonomes Fahren ist eine große Illusion. Wir versuchen, das Gehirn nachzuahmen. Und dann sehen wir, selbst mit künstlicher Intelligenz können wir viel simulieren. Aber viele Sachen sind noch komplexer wie das, was wir im Grunde im Moment nachbasteln können. Mhm. So, und jetzt geht es eigentlich darum, wie kann ich zwei Sachen auf der einen Seite hinkriegen. Nummer eins, Leistung ist dann möglich, wenn ich mich gut dabei fühle. Ich brauche immer noch ich nenne es jetzt Stimmungsaufheller. Ich muss mich cool fühlen, dann bin ich auch in der Lage, an meine Leistungsgrenzen zu gehen. Wenn ich immer nur, ich will nicht, ja, da komme ich bei Weitem nicht dahin. So, und das war eine der Punkte, wo ich gesagt habe, wir müssen uns in der Richtung mal was antun, ohne. Und jetzt bitte, großer Unterschied. Wir gehen nie an Opioidrezeptoren, also sprich, wo dann Amphetamine, solche illegalen Geschichten rangehen, da mache ich einen gigantischen Bogen drumherum. Mhm. Und die zweite Geschichte ist, ich versuche immer nicht mit Wirkstoffen direkt zu interagieren, sondern am besten Vorstufen zu nehmen, weil dann hat der Körper immer noch die Möglichkeit, selber zu regulieren. Weil wir haben ja immer das Risiko, dass wir Unter- oder Überdosierung machen. Wenn ich aber in die natürlichen Stoffwechselprozesse nur von der Seite eingreife und im Körper das gebe, damit er sich selber die Endprodukte dann basteln kann, dann haben wir viel größere Effekte ohne die Schädigungspotenziale, ohne Risiken. So, und das ist mit diesem Produkt, das nennt man Zero Five. Warum? Weil es im Grunde ursprünglich fünf Grundkomponenten waren, beziehungsweise eine der Grundkomponenten das Wort fünf mit drin hat, weil es, da kommt jetzt wieder die Chemie-Rolle, weil 5-Hydroxytryptophan ist genau so ein Molekül, nämlich, also Tryptophan sagt vielen etwas, ist eine Aminosäure, die der Körper braucht. Und der Körper ist in der Lage, selber aus dieser Aminosäure mit viel Aufwand diese 5-Hydroxy
Veränderung vorzunehmen, also chemisch was ranzusetzen an die Position 5. Und das ist wichtig, diese Position, andere funktioniert nicht. Und diese Komponente hat zwei ganz wichtige Eigenschaften. Nummer 1, sie ist Blut-Hirn-Schrankengängig. Und Nummer 2, sie ist die Vorstufe für Serotonin, somit das Glückshormon. Das heißt, wenn ich dem Körper nicht das Glückshormon selber gebe, da kommt nur Blödsinn dabei raus. Erstens bringe ich es nicht hin, wo es hin soll. Und zweitens kommt nur Blödsinn dabei raus. Dann mache ich euphorische Sachen. Euphorische Sachen sorgen dann dafür, dass zum Beispiel das Risikobewusstsein runtergeht und. Also wir erkaufen es uns durch, ich sage jetzt mal, negative Effekte. Und genau das will ich verhindern. Wir machen was anderes. Wir geben das 5-Hydroxytryptophan. Der Körper bastelt sich aus dem 5-Hydroxytryptophan in nur einer einzigen Stufe Serotonin. Serotonin ist unser Glückshormon, sorgt für Leistungsbereitschaft, weil wir uns ja wohlfühlen. Und das Zweite, und jetzt schließt sich der Kreis wieder, aus diesem Serotonin wird im, ich sage jetzt mal, abendlichen, nächtlichen Abbauprozess Melatonin. Ja. Und das Melatonin sorgt dafür, dass wir in die Tiefschlafphase reinkommen und damit wieder in einen gesunden Schlaf. Das heißt, nicht aufputschen auf Teufel komm raus, sondern die Leistung am Tag erhöhen, indem wir den Körper dazu befähigen, sich wohlzufühlen bei der Leistung, aber ihm dann hinterher auch die Nachtruhe gönnen, damit er sich regenerieren und auch entgiften kann. Wir haben ja vorher gehört, wir vergiften uns durch unsere eigene geistige Leistung. Wir vergiften uns und bringen den Dreck nicht mehr raus. Wenn wir aber mit Melatonin in die Tiefschlafphase wieder runterkommen, weil wir es ja schon vorher da haben als Serotonin und uns dabei noch gut fühlen, dann haben wir eigentlich diesen Kreis geschlossen. Das heißt, wir pfuschen nicht in den Melatoninstoffwechsel rein, sehr gut. Wir pfuschen nicht in den Serotonin rein, sondern wir geben dem Körper die Möglichkeit, das selber zu machen. Mhm. Wenn wir das aber normal tun, ganz normal, dann freut sich unsere Nebenniere, weil wir schlucken das Zeug, die Leber nimmt es auf, sagt, ein Tryptophan-Derivat, da, das können wir brauchen, lass mal durch. Der Körper braucht sowas, weil es eine essentielle Aminosäure ist, die man selber nicht produzieren können. Oder nur beschränkt. Mhm. Also die Leber natürlich nicht Barriere spielt und sagt, Gottes Wille, da kommt jetzt was Fremdes. Nein, da kommt was, was ich brauchen kann. Also rein damit. Nur, es kommt eigentlich nur in Spuren im Gehirn an. Weil unsere Nebenniere Hurra schreit und sagt, genau auf das habe ich gewartet. Das brauche ich für mich. Das heißt, die Nebenniere fängt eigentlich von außen zugeführtes 5-Hydroxytryptophan sofort ab. Mhm. Und im Gehirn, also als Vorstufe für Serotonin, kommt mehr oder minder nichts an. Um das überhaupt hinzukriegen, wurden in Amerika Versuchsreihen gefahren, die schlucken pro Tag 5 Gramm 5-Hydroxytryptophan, nur dass sie überhaupt so viel im Körper drin haben, dass die Nebenniere erschlagen ist von der Masse, damit im Gehirn überhaupt was ankommt. Brauchen wir alles nicht. Wenn man schlau macht und der Körper versteht und weiß, wie die Mechanismen laufen und weiß, wie man es hinkriegt, braucht man bei Weitem nicht diese Dumm-Dumm-Geschosse, diese Riesenmengen, sondern es geht darum, mit einer Kapsel, und das hat ein halbes Gramm, mit allen Inhaltsstoffen, im Grunde die Leistung für den Tag hinzukriegen. Und da sind drin, da ist Koffein mit drin, aber bitte nicht chemisch definiertes Koffein, sondern im Grunde grüner Teeextrakt, der einen hohen Koffeinanteil selber mitbringt, weil eben andere polyphenolische Substanzen mit dabei sind, die die Verträglichkeit erhöhen. Wir haben Versuchsreihen gemacht mit synthetischem und mit unserem und haben festgestellt, dass wir im Grunde eine bis zu 10-fache Wirkung vom Natürlichen haben, wenn es in der natürlichen Matrix eingebettet ist. Das heißt, ich brauche die Menge gar nicht. Warum muss ich den Körper fluten mit chemisch definierten Fremdstoffen, wenn ich die gleichen in der natürlichen Matrix auf ein Minimum reduzieren kann und den gleichen Effekt erzeuge?
Wir haben Feigenkaktus mit drin. Wir haben Komponenten mit drin, die die Gehirnleistung erhöht, nämlich Gamma-Aminobuttersäure. Aber bitte nicht in reiner Form. Wieder in der natürlichen Matrix. Wir erhöhen die Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit. Also wir sind in der Lage, mit einer Kapsel Leute dazu zu bringen, dass sie nach 14 Stunden noch so fit sind wie in der Früh. Weil sie einfach nicht den Leistungsabfall haben. Unsere Klientel sind zum Teil die Manager, die dann mit Jetlag daherkommen, eigentlich ihren ganzen Biorhythmus durcheinander schmeißen, aber funktionieren müssen. Die fliegen rund um den Globus und müssen dann sofort wieder klare Entscheidungen treffen. Und die pfeifen sich dann halt eine oder zwei rein und sind dann wieder leistungsfähig, kommen wieder schneller in den Rhythmus rein. Wir haben ja vorher gesagt, Serotonin, Melatonin. In dem Klasse. Moment bin ich ja dann wieder in der Regenerationsphase. Und es geht immer darum, nicht gegen den Körper zu arbeiten, sondern mit dem Körper zu arbeiten. Ihm das zu geben, was ihm gut tut. Ich muss nicht 10 Tassen Kaffee trinken, um jetzt nur Koffein reinzupfeifen. Da kommen natürlich Bittersäuren dazu und andere Alkaloide auch noch. Die hat der Tee jetzt zum Beispiel nicht. Und darum verwenden wir eben spezifische Teeextrakte, die diese Komponenten, die fischen wir zuerst weg, sodass im Grunde nur die übrig bleiben, die uns interessieren, nämlich das Koffein und ein paar Polyphenole, die unterstützend, also Katechin-Derivate und die genau diese Prozesse, die im Gehirn auch diese Reinigung, das heißt, eine dieser Komponenten ist dafür verantwortlich, dass diese Ausschleusprozesse dieser Giftstoffe aus dem Gehirn stattfinden. Die habe ich einfach im Kaffee nicht. Die habe ich im normalen Tee nur in geringer Menge. Wenn wir es aber entsprechend anreichern, dann habe ich genau die Komponenten da, wo ich sie brauche, nämlich um den Giftdreck wieder rauszukriegen, in der nächtlichen Ruhephase. Zu der muss ich aber erst mal kommen. Da muss ich hier was Melatonin wieder rein. Also es ist ein komplexes System. Ich kann nicht bloß sagen, wir machen jetzt ganz einfach mal schnell was zusammen. Ja, gut, das sollen andere machen. Das ist nicht meine Herangehensweise. Gott sei Dank. Meine Herangehensweise ist eine gesamtheitliche. Ja. Den Körper nicht schädigen, sondern die natürlichen Prozesse verstehen und dort unterstützend eingreifen, wo man wenig damit an Unfug treiben kann. Das ist so die Triebfeder. Ich bin so dankbar für all das, was du jetzt gesagt hast, dass du das auch nochmal so schön zusammengefasst hast, weil eben genau das ist es. Unser Körper ist ja auch ein komplexes System. Ja. Und das macht so viel Sinn, wie du vorgehst oder beziehungsweise was du jetzt gerade erklärt hast, dass man eben da auch ein entsprechend komplexes Mittel dafür komponiert. Genau. Dass dann genau. Ja gut, das dem entsteht Körper. Ja nicht in 14 ja, Tagen. Ich wollte gerade fragen, wie lange hat es denn gedauert eigentlich? Da sitzen 2 Jahre Hirnschmalz und viele Versuchsreihen natürlich dahinter. Und bis viel Leidenschaft. Ja, wenn die nicht dabei ist, das Feuer muss glühen. Ja. Also wenn das nicht lodert oder immer der Dampf. Ich bin jemand, der in der Früh ins Labor kommt und die Mitarbeiter sagen, der freut sich schon wieder, wenn er kommt. Klasse. Ich muss auch mal Sachen machen, die mir keinen Spaß machen. Nur, wenn die Sachen, die mich fordern, mir die Motivation mitgeben, zu sagen, das eine muss halt sein, aber ich habe meinen Spaß dabei. Ich lerne jeden Tag was Neues und sage, eigentlich war ich gestern dümmer, wie ich heute bin. Jeden Tag. Und das treibt die Motivation an. Gut, du kannst es nicht allein machen, du brauchst ein Team um dich herum. Da muss das soziale Umfeld muss passen und. Nur dann kannst du eigentlich so ein, ich nenne es jetzt mal exzessives Leben führen wie ich, der wenig daheim ist, aber auch viele interessante Leute trifft und natürlich auch den Input dort aufnimmt. Ja. Ne? Jeder gibt ja auch was von sich preis, dass ich wieder in meine Prozesse mit einbinden kann, um daraus wieder was, ich sage jetzt mal, Triebfeder muss sein, Besseres zu machen. Und jetzt, wenn man dann sagt, ja, was packt denn der in so ein Produkt rein? Ich sage ja, ich schreibe mir es dann immer auf, was ich alles da reinpacke, weil ich immer überlegen muss, was habe ich jetzt beim einen drin, beim anderen nicht. Genau, und zwar ja bei dem Produkt muss man auch aufpassen, weil wir natürlich auch gesetzliche Schranken haben. So, zum Beispiel, ich habe für das Produkt jetzt in der EU
da muss ich die Schweiz differenzieren, in der EU ein gewisses Maß an Johanniskraut noch mit drin, eigentlich relativ wenig, das im Grunde so leicht depressive Anwandlungen auch noch rausnimmt. Das darf in der Schweiz zum Beispiel in so ein Produkt nicht rein. Also gibt es eine Variante für die Schweiz und es gibt eine Variante für Hochleistungssportler. Und zwar, es ist die Rosenwurz normal für den Normalverbraucher mit drin und diese Rosenwurz bringt Steroide mit rein. Steroide sind nicht per se schlimm. Mhm. Nur wenn bei Hochleistungssportlern eine Dopingkontrolle kommt, wird zuerst mal der Gesamtbestand an Steroiden kontrolliert. Ob die dann dopingverdächtig sind oder nicht, wird erst in der B-Probe eigentlich festgestellt. In der A-Probe sind sie aber dann schon angeschossen, da heißt, der hat Steroide mit drin. Das heißt, wir haben auch dieses Produkt bei der Sporthochschule zum Beispiel in Köln, in Deutschland, die ja für die Dopinggeschichten verantwortlich sind, auch überprüfen lassen und die sagen, wenn ihr diese Komponente für den Hochleistungssport rauslasst, dann haben wir keinerlei Risiken im Dopingbereich. Also das heißt auch Ausdauersportarten, wo sich die Leute extrem konzentrieren müssen. Wir haben solche Sachen, dass zum Beispiel Fahrer in der Formel 1 sowas nehmen, die ja am Limit, immer am Limit von ihrer mentalen Leistung hängen, über längere Zeit im Grunde damit keine Ermüdungserscheinungen mehr kriegen. Ja. Mhm. Also nicht nur sich dazu zwingen müssen selber, sondern eben auch noch stofflich den letzten Kick mitkriegen. So, und für die muss man natürlich aber auch sorgen, dass da nicht irgendwelche Dopingverdacht auftritt und, weil einfach eine Pflanze mit drin ist, die solche Komponenten schlichtweg mitbringt. Ich sage ja, das sind auch so Sachen, an die ich natürlich denken muss. Dann sind halt auch noch drin, dann ist Tryptophan noch mit drin, nicht nur das 5-Hydroxytryptophan, das aus einer Pflanze stammt, die heißt Gryphonia. Die Pflanze hat das. Die produziert nämlich genau das, was der Körper auch produzieren könnte. Mhm. Warum muss ich dann den Körper, weil der kann ja nur ganz wenig produzieren. Wenn ich dem aber ein bisschen mehr gebe, dann braucht er sich nicht anstrengen und kann sich um andere Sachen kümmern. Ich bin immer jemand, der sagt, man darf den Körper nicht verhätscheln. Aber unterstützen darf man ihn sehr wohl, mhm, indem man ihm andere Sachen gibt, weil dann hat er mehr Energie für andere Prozesse. Und dann geben wir halt auch noch mit rein ein bisschen Vitamin D, was wir in der Beziehung brauchen, und Selen als Spurenelement, das auch hier für die neuronale Leistung einfach notwendig ist. Mhm. So, und dann kommen halt ein paar Pflanzen zusammen, die in der Komposition eben auch Taurin, natürliches Taurin mit einbringen. Da brauche ich keins aus der Dose. Nein, ich habe die Pflanze dazu in der natürlichen Matrix. Und dadurch ist die Wirkung verstärkt. Mhm. Und das ist das, was man in der Phytomedizin, in der Phytopharmakologie sogenannten synergistischen Effekt bezeichnet. Ja. Wir haben da nicht additive, sondern vielfach multiplikative Effekte. Das heißt, ich brauche nicht viel, wenn ich es in der richtigen Kombination miteinander gebe. Und das ist eigentlich die Triebfeder, wo ich sage, wenig intervenieren, maximale Leistung erzielen. Klasse, ja, sehr gut. Vielen Dank, lieber Hans. Wir sind leider schon wieder am Ende angekommen. Ich weiß, du könntest noch stundenlang erzählen und ich könnte noch stundenlang zuhören, wie die Zuschauer sicherlich auch. Das heben wir uns fürs nächste Gespräch auf. Ich freue mich schon darauf. Und sagst du noch mal den Namen von diesem also Präparat? Also das heißt Zero Five, also Zero mit S geschrieben, S-E-R-O. Und dann wie die Zahl 5. Aber schauen Sie bei Naturwerk, dann finden Sie alles. Und da sind auch die Erklärungen nochmal ein wenig detaillierter mit drin. Dann kann man es nachlesen. Für sehr jeden gut. Sehr einfach gemacht. Vielen herzlichen Dank für deine Forschungsarbeiten und dass du so engagiert, so leidenschaftlich dabei bist bei dem Thema. Und sicherlich also nicht nur das Präparat, sondern auch viele andere gute Sachen entwickelst, die ja unserer Gesundheit nur Gutes tun, und zwar von der Natur aus. Sehr gut. Mich freut's. Danke sehr. Liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, schön, dass Sie dabei waren. Und ich hoffe, auch Sie konnten vieles mitnehmen und haben ja nochmal einen neuen Blick auf
unsere Leistungsgesellschaft gewonnen. Und natürlich ist es nicht immer damit getan, dass man immer nur Dinge einwirft, sondern es ist auch eine Frage, wie gestalte ich denn mein Leben? Und ich kann sehr wohl auch dafür sorgen, dass ich entstresse. Ich muss mich nicht immer auf alles einlassen. Und insofern bleiben Sie achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst. Und schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, auf Wiedersehen.